Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa afdalu salati wa salam, nimmt schon auf? Ja? Wa afdalu salati wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir befinden uns ja jetzt im Monat Rabi' al-Awwal und da passt es auch sehr gut, dass wir jetzt unsere Sira-Reihe fortsetzen, nachdem wir jetzt zweimal etwas anderes gemacht haben, und zwar unsere Reihe über den Ruf des Iman. Und wir wollen heute inshallah ta'ala in der Biografie unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam weitermachen. Wir hatten uns das letzte Mal über die Konversion von zwei wichtigen Persönlichkeiten unterhalten gehabt und beschäftigt gehabt. Und zwar dem Islam von Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda und drei Tage zuvor der Islam von Hamza ibn Abd al-Muttalib, dem Onkel unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, wie sehr sich ihr Islam und ihre Konversion und ihr Bekenntnis zum Islam auf die Muslime ausgewirkt hat. Dass die Muslime plötzlich in der Öffentlichkeit beten konnten. Dass die Muslime sich plötzlich ganz offen zu ihrem Islam bekunden konnten, was vorher überhaupt nicht möglich gewesen war. Und das zeigt uns noch einmal, wie sehr eine Person, die Einfluss hat, die Situation einer ganzen Gemeinschaft verändern kann. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Dua gemacht hatte, über das wir auch gesprochen hatten und in dem noch einmal auch sehr schön aufgezeigt wird, welchen Adab, das heißt, welches Verhalten unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber seinem Schöpfer hatte, nämlich, dass er Dua machte dafür, dass einer der beiden Umars, also entweder Umar ibn Khattab oder Amr ibn Hisham Abu Jahl, den Islam annehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala dann Umar ibn Khattab zum Islam geleitet hat. Heute inshallah ta'ala beschäftigen wir uns mit drei Ereignissen. Das erste, womit wir uns heute beschäftigen werden, ist jenes Ereignis, was wir eigentlich schon beim letzten Mal, bei der letzten Einheit besprechen wollten. Nämlich das Ereignis der satanischen Verse, dass wir darauf etwas genauer eingehen. Das zweite Ereignis, mit dem wir uns versuchen werden, heute zu beschäftigen, ist die Al-Muqata'atul Amma. Der allgemeine Boykott gegenüber oder der allgemeine Boykott gegenüber den Banu Hashim. Und das dritte, womit wir uns heute beschäftigen möchten, wenn wir das zeitlich noch schaffen, ist das Jahr der Trauer. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, inshallah ta'ala, und hoffen wir, dass wir wenigstens die ersten beiden Punkte ausführlich besprechen können. Kommen wir jetzt, inshallah ta'ala, zu dem nächsten Ereignis. Und zwar die sogenannte Al-Muqata'atul Amma. Das heißt der Boykott. Der Boykott gegen die Banu Hashim und gegen die Banu al-Muttalib. Dieser Boykott, der begann wahrscheinlich im Monat al-Muharram, also im ersten Monat des siebten Jahres nach der Berufung des Propheten, also nach der Bi'tha. Was ist der Grund für diesen Boykott? Und zwar hatten wir aufgezeigt gehabt, dass kurz zuvor im siebten Jahr diese beiden wichtigen Persönlichkeiten, Umar und Hamza, zum Islam übergetreten sind. Die Quraysh haben jetzt gemerkt, es wird gefährlich. Und wenn es so weitergeht, dann werden noch andere wichtige Persönlichkeiten den Islam annehmen. Und dann ist unser Status gefährdet hier in Mekka. Unsere Religion ist gefährdet. Unsere Traditionen sind gefährdet. Wir müssen dagegen vorgehen. Und sie haben sich darauf geeinigt, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten.
Wer hat davon mitbekommen? Abu Talib, der Onkel des Propheten Zorsa, der zu diesem Zeitpunkt noch am Leben gewesen war. Und er liebte den Propheten Zorsa über alles. Und darüber hinaus sagten die Traditionen und Bräuche, wenn jemand aus meiner Familie angegriffen wird, selbst wenn ich ihn überhaupt nicht leiden kann, selbst wenn ich normalerweise nicht mit ihm einer Meinung bin, selbst wenn er vielleicht sogar Unsinn gebaut hat, stehe ich an seiner Seite. Dieses damalige Prinzip der Araber, unsur achake waliman au mazluma, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Also stehe an der Seite meines Bruders, egal ob er Gutes tut oder Schlechtes tut. Egal ob er unterdrückt wird oder ob er unterdrückt. Und sie haben das ernst genommen. Das heißt, egal was du getan hast, solange du zu meiner Familie gehörst, stehe ich an deiner Seite. Leider gibt es heutzutage immer noch einige Clans und einige Familien, die das immer noch so umsetzen. Leider. Der Prophet Zorsen hat uns aber aufgezeigt, wie es eigentlich sein sollte. Wie sollte es nämlich eigentlich sein? Der Prophet sagte, ja, wenn er Gutes tut, wenn er unterdrückt wird, stehst du an seiner Seite. Wenn er aber andere Menschen unterdrückt, dann musst du ihn von seinem Unrecht abhalten. Das ist die richtige Bedeutung dieses Satzes. Und auf jeden Fall, Abu Talib, er wollte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, seinen Neffen, schützen vor dem Quraysh. Und er hat ihn dann zu sich genommen, in seinen Schi'b. Und wenn wir von Schi'b Bani Muttalib sprechen oder Bani Hashim, dann meinen wir damit die, sozusagen der Bezirk, in dem die Bani Hashim ihre Wohnstätten hatten. Und er sagte, wir werden euch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam niemals ausliefern, egal was das ist. Was haben jetzt die Quraysh getan? Die Quraysh haben sich gesagt, gut, wenn das so ist, dann werden wir euch alle boykottieren. Und zwar nicht nur Mohammed und die Muslime, sondern die gesamte Familie und Sippschaft von Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Nämlich die Banu Hashim und die Banu al-Muttalib. Und sie haben das nicht nur einfach mündlich gesagt, sondern sie haben das in Mekka zu einem Gesetz gemacht. Sodass jeder, der ihnen helfen wollte, im Grunde genommen gegen das Gesetz handelte. Und wie haben sie das nach den damaligen Möglichkeiten zu einem Gesetz gemacht? Sie haben eine sogenannte Sahife geschrieben. Und diese Sahife, also dieses Gesetz, haben sie niedergeschrieben und sie haben diese Sahife mitten in der Kaaba aufbewahrt. Damit sie auch noch einen gewissen heiligen Aspekt hinzugewinnt. Sodass es wirklich als Gesetz gilt. Und diese Zeit, die insgesamt circa drei Jahre angeht, da gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, diese Zeit war eine schwierige Zeit gewesen. Eine schwierige Zeit für den Propheten in zweierlei Hinsicht. Einmal, weil er selbst davon betroffen gewesen war und es sogar so weit ging, dass die Banu Hashim und die Banu al-Muttalib nichts mehr zu essen hatten, weil keiner ihnen etwas verkaufen wollte. Der allereinzige aus der Familie, der Banu al-Muttalib und der Banu Hashim, der sich nicht daran beteiligt hatte, also der sozusagen nicht mit ihnen sozusagen sich zurückzog und Mohammed zu Hause beschützen wollte, war wer gewesen? Abu Lahab. Nee, Abu Lahab war sogar noch so schlimm gewesen, dass er den Leuten gesagt hat, ich stehe an eurer Seite und ihr könnt machen, was ihr wollt und ihr braucht nicht irgendwelche Konsequenzen zu fürchten. Und es ging so weit, dass die Leute nichts mehr zu essen hatten. Und jetzt hört euch mal diese Überlieferung an. Und zwar, wie es überliefert wird, hatten sie teilweise solch einen Hunger gehabt, dass sie irgendetwas, was sie auf dem Boden gefunden haben und was ein bisschen weich gewesen war, in ihren Mund gesteckt haben. Aus Hunger, weil sie nicht mehr konnten. Und der Überlieferer, der das sagt, der sagt, ich weiß bis heute nicht, was ich da eigentlich gegessen habe. Ein anderer überliefert und sagt über diese Zeit, ich war mit dem Propheten gewesen in Mekka und eines Tages musste ich halt urinieren und während ich gerade dabei war, hörte ich, wie unter meinem Urin, der auf dem Boden prasselte, etwas knackte. Etwas Hartes. Woraufhin ich hochnahm
Und ich habe gesehen, es war ein trockenes Stück Haut gewesen. Ich habe es gewaschen, ich habe es dann angebrannt, habe es dann zwischen zwei Steinen zermalmt, ja, und habe dann Wasser drauf getan und es getrunken und es hat mir 3 Tage gereicht. So weit ging das. Der Prophet war davon genauso betroffen wie jeder andere. Nur er war noch in einer anderen Hinsicht betroffen gewesen. Und zwar der familiäre Druck. Stellt euch mal vor, nur aufgrund deiner Mission muss meine ganze Familie leiden. Und häufig ist es so, viele Menschen sagen häufig, solange es nur um mich geht, habe ich kein Problem damit. Aber sobald es um meine Familie geht, halte ich den Druck nicht mehr aus. Aber der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er hat dem Druck standgehalten. Und es wird überliefert, dass er in dieser Zeit trotz alledem weiterhin die Menschen zum Islam eingeladen hat. Er hat nicht aufgegeben. Wie überzeugt ist er von seiner Botschaft gewesen? Er bekommt immer wieder, auch natürlich von seiner eigenen Familie, Druck. Hör endlich auf damit. Du siehst, in was für einer Situation wir uns befinden. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir essen Dreck vom Boden. Und du bist nur dabei und damit beschäftigt, diese Mission zu verbreiten. Aber der Prophet hat nicht aufgegeben, weil er wusste, das ist die Wahrheit. Ich mag Folter ertragen. Ich mag vieles ertragen als Mensch. Aber sobald ich weiß, dass es sich um andere Menschen handelt, wird es schwierig. Kennt ihr das? Ihr habt ja auch von solchen Geschichten gehört, von Leuten in syrischen Gefängnissen und anderen Gefängnissen, wo dann die Männer gefoltert werden, aber standhaft bleiben. Und was wird dann getan? Da wird häufig ihre Familie gebracht und vor ihren eigenen Augen vergewaltigt, nur damit sie nachgeben. Das sind wahre Geschichten, die wir leider auch lesen mussten. Ja, und ich will gar nicht in die Details gehen, was die Leute da teilweise wirklich berichtet haben. Ja, nur damit ihr Wille gebrochen wird. Und da sehen wir, dieser Druck, ja, auf deine Familie ist noch viel größer als der Druck auf dir selbst. Noch viel größer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist trotz alledem standhaft geblieben in seiner Mission. Und deswegen, meine lieben Geschwister, wir lernen aus dieser Zeit des Boykottes, dass die Muslime trotz dieses gesellschaftlichen Druckes nicht aufgegeben haben. Der Prophet hat nicht aufgegeben, die Muslime mit ihm haben nicht aufgegeben. Und genau dasselbe gilt auch für uns heutzutage. Der Druck, der kann sehr stark zunehmen. Und manchmal ist es so, dass die Familie dann auch mit einbezogen wird. Aber ich als Muslim muss standhaft bleiben, auch in solchen Situationen. Und muss wissen, dass das ebenfalls zu meiner Prüfung gehört. Allah prüft mich auch mit meiner eigenen Familie. Und es kann sein, dass vielleicht sogar meine eigene Familie dadurch Schaden trägt. Aber ich darf nicht aufgeben. Wir haben auch aus unserer heutigen Zeit Beispiele. Leute, die fliehen mussten aus Ägypten oder aus anderen Ländern, aber die Familien sind zurückgeblieben. Was versuchen die Menschen zu tun? Oder diese Unrechtsregime zu tun? Sie sperren einfach die Familienangehörigen ein und üben somit Druck auf dich aus, damit du nachgibst. Das ist keine einfache Sache. Aber es gehört zu unserem Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer bewahren vor solchen Prüfungen, ja Rabbil Alamin. Man soll sich so etwas nicht herbei wünschen. Wenn es aber geschieht, dann muss man standhaft bleiben, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam standhaft geblieben ist. Wie ist es jetzt zum Ende dieses Boykottes gekommen nach 3 Jahren? Und zwar in jeder Gesellschaft gibt es gute und schlechte Menschen. Und auch in Mekka gab es gute und schlechte Menschen. Auch unter den Nicht-Muslimen, ganz, ganz wichtig. Und unter den Muschrikun, die auch als Muschrikun gestorben sind teilweise, gab es aufrichtige Leute, die ein Gerechtigkeitsbewusstsein hatten. Zu diesen Leuten gehörten folgende Personen. Und zwar Hisham ibn Amr ibn al-Harith, Zuhair ibn Abi Umayyah, Al-Mut'im ibn Adi, Zam'a ibn al-Aswad und Abu al-Bakhtari ibn Hisham ibn al-Harith. Das sind Männer gewesen, die gesagt haben, das kann nicht so weitergehen.
Es kann nicht sein, dass wir essen, dass wir trinken, dass wir heiraten und die Banu Hashim, die Banu al-Muttalib so leiden müssen. Das sind unsere Familien, das sind, egal was ist, ja, wir können sie nicht so leiden lassen. Und auf jeden Fall haben sie sich dann einen Plan ausgedacht, sind dann vor die Kaaba gegangen und haben gesagt, einer nach dem anderen ruft. Und ruft die Menschen dazu auf, dass diesem Unrecht ein Ende gesetzt wird. Und genau das haben sie auch getan. Abu Lahab, als er das hörte, sagte er, das ist eine Sache. Ja, das ist eine Sache, ja, die schon in der Nacht ausgeheckt wurde. Ein Plan, der in der Nacht ausgeheckt wurde. Das war auch wirklich so gewesen. Manchmal muss man das so machen. Ja, einer nach dem anderen hat gerufen, sodass die Leute den Anschein hatten, ah, das sind ganz viele Menschen, die wirklich das als Unrecht sehen. Und somit wurde auch dieser Boykott beendet. Aber es war ja noch die Sahife, das, was niedergeschrieben wurde, in der Kaaba gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er berichtete zuvor, wie es aus einigen Überlieferungen hervorgeht, dass alles von diesem Blatt, in dem das Gesetz des Boykottes niedergeschrieben wurde, aufgefressen wurde durch Termiten, außer, was? Außer der Name Allahs. In einer anderen Version genau umgekehrt. Alles wurde gefressen, also der Name Allahs, außer sozusagen, und das andere ist geblieben. So, damit man nicht den Namen Allahs mit Unrecht verbindet. Und als sie dann diese Sahife in die Hand nahmen, sahen sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam richtig prophezeit hatte und wirklich alles gefressen war, außer der Name Allahs subhanahu wa ta'ala. Und somit ist der Boykott circa im Jahr 10 nach der Bi'tha beendet worden. Aber das Jahr 10 nach der Bi'tha sollte nicht zu einem leichteren Jahr werden, nein. Sondern es war ein schwieriges Jahr. Ein Jahr, welches die Gelehrten, nicht der Prophet selbst, aber die Gelehrten, wie bezeichnet haben? Das Jahr der Trauer. Aam al-Huzn. Warum wurde es das Jahr der Trauer genannt? Es wurde das Jahr der Trauer genannt, weil in diesem Jahr zwei wichtige Personen im Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben sind. Eine Person, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach außen hin schützte, und die andere Person, welche dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Privaten Halt gab und eine Stütze war. Die erste Person, die gestorben ist, ist sein Onkel Abu Talib gewesen. Als Abu Talib, der schon zu diesem Zeitpunkt sehr alt gewesen war, und das war wahrscheinlich kurz nach der Aufhebung des Boykottes, durch den er wahrscheinlich auch noch einmal geschwächt wurde, als Abu Talib im Sterben lag, ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Der Prophet kommt zu ihm, aber bei Abu Talib sind natürlich noch andere, auch Mushrikun unter anderem. Unter ihnen ein Mann, ein Freund von Abu Talib wahrscheinlich, Abdullah ibn Abi Umayyah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kommt, die anderen Freunde sind ebenfalls bei Abu Talib. Keiner will jetzt vor ihm streiten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt zu Abu Talib, Ya Am, oh mein Onkel, Qul la ilaha illallah. Sag la ilaha illallah, kalimatun ashhadu laka biha inda Allah. Ein Wort, ein Satz, mit dem ich bei Allah für dich ein Zeugnis ablegen werde. Woraufhin jetzt von der anderen Seite, wer spricht? Abu Jahl und Abdullah ibn Abi Umayyah. Beide sind anwesend. Und sie sagen, ja, Abu Talib, was ist los mit dir, Abu Talib? Atarghabu an millati Abd al-Muttalib? Willst du dich etwa von der Religion und den Traditionen Abd al-Muttalibs abwenden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er gab nicht auf, er machte weiter, er wollte unbedingt, dass er diese Worte ausspricht. Woraufhin dann die letzten Worte, welche gewesen waren? Ala millati Abd al-Muttalib. Die Religion und die Tradition von Abd al-Muttalib. Und er somit zu seinem Schöpfer zurückkehrte, als dies geschah, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha an dhalik. Bei Allah, ich werde für dich um Vergebung bitten, solange mir das nicht verboten wird. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala
zwei Verse auch offenbarte, die ihm das verboten haben. Und zwar: Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Und weder dem Propheten noch den Gläubigen ist es erlaubt, für die Mushrikeen, für die Götzendiener, um Vergebung zu bitten, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Ashab al-Jahim gehören. Ja, Surat al-Taube, Vers Nummer 113 und ebenfalls Surat al-Qasas, Vers Nummer 56. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Allah subhanahu, du kannst nicht recht leiten, wen du möchtest, aber Allah ta'ala erleitet recht, wen er möchte. Was ist der Grund gewesen, warum Abu Talib ablehnte? Es geht aus einer anderen Überlieferung hervor. Und zwar einer Überlieferung bei Imam Muslim, welche von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seinem Onkel sprach: Sag La ilaha illallah, damit ich für dich Zeugnis ablege am jüngsten Tag. Woraufhin dann er gesagt hat: Laula an tu'ayyirani Quraishun yaquluna innama hamalahu ala dhalika al-jaza' la aqartu biha aynak. Ja, würden nicht die Quraish, ja, mich daraufhin tadeln, dass ich das nur gesagt habe aus Angst, ja, hätte ich es gesagt, damit du sozusagen glücklich wirst. Aber er hat es nicht gesagt und der Überlieferer sagt daraufhin, Allah Ta'ala hat daraufhin folgenden Vers herabgesandt: Innaka la tahdi man ahbabt. Du kannst nicht recht leiten, wie du möchtest. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers, meine lieben Geschwister im Islam. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die uns erstens aufzeigt: Die Hidayah liegt in der Hand Allahs. Das Einzige, was wir machen können, ist was? Wir können die Menschen einladen, nicht mehr. Wir können niemanden zwingen. Wir die Menschen zwingen, bis sie glauben? Können wir nicht. Diese Geschichte zeigt uns auf, dass es ganz unterschiedliche Gründe dafür gibt, warum manche Menschen den Islam ablehnen. Manche Menschen lehnen den Islam ab, nicht weil sie ihm abgeneigt sind, sondern weil sie einfach sagen: Was sollen denn die Menschen über mich sagen? Der gesellschaftliche Druck ist größer. Und sie lehnen deswegen ab. Manche lehnen aus Hochmut ab, wie Abu Lahab beispielsweise, der andere Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, weshalb die Menschen ablehnen. Das Einzige aber, was wir machen können, ist was? Wir können die Menschen nur weiterhin zum Islam einladen und Allah Ta'ala bitten, dass er die Menschen recht leitet. Ja? Und das Dritte, was wir aus dieser Geschichte lernen, ist was? Dass der Islam niemals oder Allah Ta'ala ja nicht darauf schaut, ob du der Verwandte eines Propheten bist oder ob du eine bestimmte Abstammung hast. Darauf kommt es nicht an bei der Hidayah, bei der Rechtleitung. Es geht um andere Dinge. Der Islam ist gekommen, um genau dies aufzuheben, um aufzuzeigen, egal ob ich der Sohn eines Propheten bin, ob ich der Onkel eines Propheten bin, ob ich, weiß ich, was für eine gesellschaftliche Stellung habe, all dies wird mir am jüngsten Tag nichts nützen. O Fatima, tu etwas, weil ich kann dir am jüngsten Tag nicht helfen. Es gibt keinen Unterschied. Nur weil du die Tochter eines Propheten bist. Nuhs Sohn, was ist mit ihm gewesen? Nuh wollte für ihn noch Allah um Vergebung bitten. Er gehört zu meiner Familie. Woraufhin Allah Ta'ala ihn zurechtgewiesen hat und gesagt hat: Innahu amalun ghayru salih. Er gehört nicht zu meiner Familie. Er hat etwas getan, was nicht fromm ist. Nur weil er den Sohn ist, heißt es nicht, dass er eine bestimmte Stellung hat. Allah ist der Gerechte. Und Allah schaut nicht auf deine Abstammung, sondern Allah schaut auf deine Taten. Ruhe dich niemals aus auf den Taten deines Vaters oder deiner Mutter. Niemals. Sondern du musst selbst Rechenschaft ablegen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Ja, wer zu langsam ist mit seinen Taten, also nichts Gutes tut, sich nicht anstrengt, dem wird auch nicht seine Abstammung helfen. In der Dunya vielleicht schon, in der Dunya kann es sein, dass du, weil du einen reichen Vater hast oder einen Politiker als Vater hast oder als Mutter oder weiß ich was, ja, dass du dann vielleicht die Prüfung doch bestehst. Durch eine Wasta, auf Arabisch sagt man Wasta, mittels, man weiß nicht, wie es in arabischen Ländern oft üblich ist. Aber bei Allah hilft dir das nichts. Bei Allah hilft dir nur eine Sache, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Deine gute Tat. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Den Toten folgen drei Dinge: sein Vermögen zum Grab, seine Familie und seine Taten. Zwei bleiben zurück und eins geht mit ihm ins Grab.
von diesen drei Dingen. Sein Vermögen und seine Familie, egal wie groß seine Familie war, sie bleiben zurück. Guck mal, wir hatten schon manchmal also Begräbnisse gehabt, wo tausende Menschen dabei gewesen waren. Sie sind alle zurückgegangen. Keiner ist geblieben. Egal wie groß seine Familie ist, keiner bleibt. Alle kehren zurück. Irgendwann mal wollen alle nach Hause gehen. Dein Vermögen wird aufgeteilt. Und das Einzige, was bleibt, sind deine guten Taten oder deine schlechten Überlassen. Das ist Abu Talib gewesen. Kurz nachdem Abu Talib gestorben ist, circa 2 Monate später, ist jetzt auch noch seine innere Stütze gestorben. Nämlich seine aufrichtige und wahrhaftige Ehefrau Khadija radiallahu anha. Die erste Muslimin überhaupt, die erste Muslim überhaupt, die ihn vom ersten Moment an unterstützt hatte. Als er kam, zitternd von Ghar Hira und sagte, Semmiruni, Semmiruni, bedeckt mich, bedeckt mich. Und sie ihn in den Arm nahm und tröstete und sagte, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. La yukhzika Allahu abada. Allah wird dich niemals im Stich lassen oder etwas Schlechtes für dich wollen. Innaka la tusilu rahm. Du pflegst die Verwandtschaftsbande. Wa taqri ad-dayf, und du kümmerst dich um deine Gäste. Wa taksibu al-ma'dum, und du sozusagen bist jemand, der für Leute, die nichts haben, etwas sozusagen erwirbt und ihnen gibt. Wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Ja, und du hilfst Leuten in Unglückssituationen. So jemanden wird Allah Ta'ala niemals in die Irre führen. Die nicht einen Moment an ihm zweifelte. Die ihn immer begleitete. Die ihn unterstützte mit ihrem Vermögen. Die ihn unterstützte mit ihren Worten. Diese Frau, sie sollte wenige Tage später, wenige Wochen später, nachdem Abu Talib, sein Onkel, gestorben ist, nun ebenfalls zu ihrem Schöpfer, Subhanahu wa ta'ala, zurückkehren. Und wie gesagt, dies war ein sehr, sehr harter Schicksalsschlag für unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen, weshalb viele Gelehrte dieses Jahr dann auch das Jahr der Trauer genannt haben. Wie es jetzt nach diesem Jahr der Trauer weiterging, Alhamdulillah, haben wir heute alles geschafft. Das werden wir dann inshallah nächstes Mal besprechen. Es könnte sein, dass wir vielleicht nächstes Mal, weil wir jetzt auch in Rabi' al-Awwal sind, vielleicht ein wenig auch über die Liebe zum Propheten sprechen. Müssen wir mal gucken, ob ich damit das hier weitermache oder ob wir einen kleinen Exkurs machen, inshallah ta'ala. Aber auf jeden Fall, das nächste Thema wird dann sein, sein Besuch von Al-Ta'if und Al-Isra wal-Mi'raj, der dann später gekommen ist, und die Vorbereitungen auf die Hijra, inshallah ta'ala. Dass wir jetzt auch so langsam, alhamdulillah, in Richtung Medina kommen und der Sache etwas näher kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam stärken. Möge Allah ta'ala uns in seine Fußstapfen treten lassen, uns die Geduld geben, die Allah ta'ala ihm gegeben hat. Möge Allah ta'ala uns standhaft bleiben lassen auf seinem Wege. O Allah, o unser Schöpfer, lass uns standhaft bleiben auf deinem Wege. Allahumma ya muqallib al-qulub wal-absar, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.